This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich fange heute mit der nächsten Lesung an in dem Buch Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition von Henry Charles Lear, aus dem Werk Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Wir hatten letztes Mal aufgehört zu lesen in der Mitte auf Seite 12, wo es noch um die Kirche geht, und wir lesen dann jetzt weiter mit dem Untertitel Der militärische Charakter der Prälaten. Da fängt es mit an, aber geht natürlich noch ein paar andere Dinge, um ein paar andere Dinge. Schändung des bischöflichen Amtes, Missbrauch der päpstlichen Jurisdiktion und solche Dinge. Also, wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich fange jetzt jedenfalls an, auf Seite 12 zu lesen und hoffe, dass ich das gut auf die Reihe kriege, weil ich hatte eine schlechte Nacht und Zahnschmerzen, deswegen probieren wir mal, das ein bisschen durchzuziehen hier. Ich fange dann doch auf Seite 11 nochmal an, dass wir nochmal ein bisschen zurückgehen, dass wir wieder reinkommen in die Lesung, dass wir nicht so mittendrin in diesem einen neuen Absatz anfangen, und werde also anfangen, in dem letzten Absatz auf Seite 11 in dem Buch zu lesen, im ersten Kapitel. Die Chroniken jeder Zeit sind voll von solchen Einzelheiten. Weltlich gesinnt und ungestüm wie er war, unterschied sich der Prälat nur wenig von dem Ritter, der durchaus kein Bedenken trug, an den Kirchengütern dasselbe Vergeltungsrecht auszuüben wie an den weltlichen Besitzungen. In dem Streite, der die reiche Abtei von Saint-Tron an den Bettelstab brachte, verheerte der fromme Gottfried von Bouillon kurz vor dem Kreuzzuge, der ihm die Krone Jerusalems verschaffte, die Besitzungen der Abtei mit Feuer und Schwert. Das Volk, das unter der vernichtenden Wucht dieser Streitigkeiten seufzte, konnte beide, Ritter und Priester, nur als Feinde betrachten. Und was den geistlichen Kriegern an Geschicklichkeit etwa noch fehlen mochte, das wurde reichlich aufgewogen durch ihr Bestreben, wie die Leiber, so auch die Seelen ihrer Feinde zu verderben. Das war hauptsächlich in Deutschland der Fall, wo die Prälaten sowohl Fürsten als auch Priester waren. Also immer wieder lesen wir hier von der Zusammenschmelzung von Kirche und Staat.
ein großes religiöses Haus wie die Abtei von St. Gallen die weltliche Herrschaft über die Kanone St. Gallen und Appenzell ausübte, bis dieselben nach einem langen und verheerenden Kriege das Joch abwarfen. Der Geschichtsschreiber der Abtei rühmt stolz die kriegerischen Tugenden mehrerer aufeinanderfolgenden Äbte, und von Ulrich dem Dritten, der im Jahre 1117 starb, bemerkt er, dass derselbe von vielen Schlachten erschöpft schließlich im Frieden dahinschied. All das war in gewisser Weise eine notwendige Folge der Ungereimtheit, die Würde des feudalen Adligen und des christlichen Prälaten in einer Person zu vereinigen. Das trat überall zutage, aber besonders scharf in Deutschland. Im Jahre 1224 zogen sich die Bischöfe von Coutances, Avranches und Lisieux aus dem Heere Ludwigs des VIII. Bei Tours zurück, nachdem sie den König gebeten, durch eine gerichtliche Untersuchung entscheiden zu lassen, ob die normännischen Bischöfe in dem königlichen Heere zu dienen verpflichtet wären oder nicht. Wenn es der Fall sein sollte, so würden sie zurückkehren und für ihre Fahneflucht eine Geldbuße zahlen. Im Jahre 1225 erlangte der Bischof von Auxerre Befreiung vom Kriegsdienst für ein Jahr, indem er eine Krankheit vorschützte und 600 Livres bezahlte. Im Jahre 1272 sehen wir Bischöfe persönlich unter Philipp dem Kühnen dienen, und im Jahre 1303 und 1304 trug Philipp der Schöne kein Bedenken, alle Bischöfe und Geistlichen aufzufordern, in dem Flandrischen Kriege sich unter seine Fahnen zu scharen. Wenn es sich übrigens um ihre eigene Sache handelte, zeigten sich die Bischöfe weniger unlustig, ins Feld zu ziehen. Gerho von Reichersberg eifert heftig gegen die kriegerischen Prälaten, die ungerechte Kriege heraufbeschwören, friedliche Städte angreifen und ein Blutbad darin anrichten, die keinen Pardon geben, keine Gefangenen machen, weder Geistliche noch Laien schonen und die Einkünfte der Kirchen an Soldaten verschwenden, während die Armen Not leiden müssen. Ein solcher Prälat war der Bischof Luppold von Worms, dessen Ruchlosigkeit sogar seinen Bruder zu dem Ausspruche veranlasste, Zitat: »Mein Herr Bischof, ihr gebt uns Laien großen Anstoß durch euer Beispiel. Bevor ihr Bischof wurdet, fürchtetet ihr Gott noch ein wenig, aber jetzt kümmert ihr euch gar nicht mehr um ihn.« Ende Zitat. Schalkhaft erwiderte hierauf Bischof Luppold, dass, wenn sie beide einmal in der Hölle waren, er gerne seinen Platz mit ihm vertauschen würde, falls er es wünschte. Derselbe Bischof führte in den Kriegen zwischen den Kaisern Philipp und Otto dem IV. Seine Truppen persönlich dem Ersteren zu Hilfe, und wenn hierbei seine Soldaten zögerten, eine Kirche zu plündern, dann pflegte er ihnen zu sagen, es sei schon genug, wenn sie nur die Gebeine der Toten in Ruhe ließen. Wohlbekannt ist eine andere Geschichte, in welcher der kriegerische Bischof von Beauvais, Philipp von Dreux, eine Rolle spielt. Dieser edle Gottesmann, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche vielleicht, dieser edle Gottesmann, der sich in den Raubkriegen seiner Zeit ebenso geschickt wie ruchlos zeigte, war von dem Grafen Johann gefangen genommen worden und hatte sich bei dem Papst Cölestin III. Beschwert, weil seine Gefangennahme eine Verletzung der geistlichen Privilegien sei. Der Papst macht ihm zwar Vorwürfe wegen seiner kriegerischen Neigungen, tritt aber gleichzeitig für seine Freilassung ein. Daraufhin schickt König Richard von England dem Papste das Panzerhemd des Prälaten, in welchem er gefangen genommen worden war, mit derselben Aufforderung, die in der Heiligen Schrift die Söhne Jakobs an ihren Vater richten. Zitat: Prüfe, ob dies der Rock deines Sohnes ist. Ende Zitat. Die Folge davon war, dass der Papst von seinem Ersuchen Abstand nahm. Ein ähnlicher Versuch, den nicht lange danach der Markgraf Theodor von Montferrat machte, führte allerdings zu einem anderen Ergebnis. Der Markgraf hatte den Bischof Aemon von Vercelli besiegt und gefangen genommen. Zufällig weilte der päpstliche Legat von Avignon, Kardinal Tagliaferro, damals in Genf. Als dieser von diesem Sakrileg hörte, schrieb er einen drohenden Brief an den Markgraf, worauf dieser ihm das Kriegsgewand des Prälaten nebst seinem noch blutbefleckten Schwerte sandte und die gleiche Frage wie König Richard an ihn richtete. Indessen fühlte der tapfere Edelmann doch bald heraus, dass er seinen geistlichen Feinden nicht gewachsen war.
Er gab deshalb den Bischof frei und überließ ihn sogar noch die Festung, um deren Willen der Kampf geführt worden war. Noch lehrreicher sogar ist der Fall des erwählten Bischofs von Verona, der im Jahre 1265 auf einem Marsche an der Spitze seines Heeres von den Truppen Manfreds von Sizilien gefangen genommen worden war. Obwohl der Antichristpapst Urban IV. Damals schon eifrig den Kreuzzug betrieb, der später Manfred die Krone und das Leben kostete, so hatte er doch die edle Dreistigkeit, die Befreiung seines Bischofs zu verlangen, indem er bemerkte: Wenn Manfred noch einen Funken von Gottesfurcht besitze, noch einen Funken von Gottesfurcht besitze, so würde er seinen Gefangenen freigeben. Als Manfred in seiner Antwort die Forderung mit überschwänglicher Demut umging, ersuchte Clemens IV., der mittlerweile den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, den König Jakob von Aragonien um seine Vermittlung. Der Gedanke, dass die Forderung eine ganz widersinnige sei, schien keinem Papst zu kommen. König Jakob trat so entschieden auf, dass Manfred sich zur Freilassung des Bischofs bereit erklärte, falls derselbe schwören wolle, in Zukunft nicht wieder die Waffen gegen Manfred zu ergreifen. Selbst diese Bedingung wurde nicht ohne Schwierigkeiten angenommen. Da also der geistliche Charakter nur dazu diente, um für Gewalttaten Straflosigkeit zu gewähren, so kann man leicht begreifen, wie sehr die Versuchung zu solchen dem Klerus nahe lag. Welchen Eindruck diese weltlich gesinnten, unruhigen Prälaten auf ihre Zeitgenossen machten, beweist der bei frommen Seelen sich findende Glaube, kein Bischof könne ins Himmelreich kommen. Überall erzählte man sich die Geschichte Gottfrieds von Peronne, des Priors von Clairvaux, der zum Bischof von Tournai gewählt und vom heiligen Bernhard und Eugen III. Zur Annahme der Wahl gedrängt, sich auf den Boden geworfen habe mit den Worten: »Wenn ihr mich ausweiset, so werde ich ein fahrender Mönch werden. Aber ein Bischof? Niemals!« Derselbe Gottfried versprach auf seinem Totenbette einem Freunde, er werde wiederkommen und berichten, wie es ihm im Jenseits ergehe. Tatsächlich soll er dann auch dem Freunde, als dieser am Altare betete, erschienen sein und ihm erzählt haben, er befinde sich unter den Seligen. Hätte er aber das Bistum angenommen, so würde er, wie die heilige Dreifaltigkeit ihm offenbart habe, unter die Verdammten gekommen sein. Was für eine Erscheinung der Freund hier bei dem Altar hatte, das muss ich ja nun nicht weiter erklären, dass das eine, genau wie später auf spirituellen Übungen basierte, wahrscheinlich dämonische Erscheinung ist. Ne? Peter von Blois, dem wir diese Geschichte verdanken, und Peter Cantor, der sie wiederholt, bekundeten beide ihren Glauben an dieselbe dadurch, dass sie hartnäckig die Annahme der bischöflichen Würde ablehnten. Nicht lange danach erklärte ein Geistlicher in Paris, dass er alles glauben könne, nur das nicht, dass ein deutscher Bischof in den Himmel kommen könne, weil diese Prälaten beide Schwerter, das des Geistes und das des Fleisches, führten. Auch Caesarius von Heisterbach klagt, dass die Zahl der würdigen Prälaten so klein und die der schlechten so übergroß sei. Dies habe offenbar seinen Grund darin, dass die Hand Gottes bei der Erhebung dieser Prälaten nicht mitwirke. Und es kann kaum eine schärfere Sprache geben als die, welche Ludwig VII. Führt, da er die Laster und den Luxus der Bischöfe beschreibt. Vergebens forderte er ferner Alexander III. Auf, seinen Sieg über Friedrich Barbarossa zu einer Reformation der Kirche zu benutzen. Ja, es gibt hier also deutlich Schwierigkeiten, die Übeltäter zu bestrafen, wie dieses Kapitel untertitelt ist hier. So legen die Berichte der Zeitgenossen ein umfassendes Zeugnis ab für den Raub, die Gewalt, die offenkundigen Verbrechen und die schamlose Unsittlichkeit dieser Kirchenfürsten. Der einzige Gerichtshof, vor den sie gezogen werden konnten, war Rom. Aber es gehörte schon der Mut der Verzweiflung dazu, dort eine Klage gegen sie anzubringen. Wurden aber trotzdem solche Klagen erhoben, dann hatte die Schwierigkeit, die Anklage zu beweisen, sowie das lange Hinausziehen des Verfahrens und die offenkundige Verkäuflichkeit der römischen Kurie tatsächlich Straflosigkeit zur Folge. Solange ein entschlossener und unbestechlicher Pontifex wie Innozenz III. Den päpstlichen Stuhl innehatte, war ja für die Gequälten einige Aussicht auf Gehör vorhanden
Und tatsächlich wird auch auf zahlreiche gegen Bischöfe geführte Prozesse in seinen Briefen hingewiesen. Aber selbst unter ihm, also Innozenz III., dauerte das Hinausziehen der Prozesse und die offenbare Abneigung Roms gegen eine endgültige Verurteilung fort. Ein Umstand, der die Geschädigten nicht gerade zur Erhebung einer Klage, die für sie selbst so viele Gefahren in sich barg, ermutigen konnte. So wurde im Jahre 1198 der Erzbischof von Besançon, Gerhard von Rougemont, von seinem Kapitel des Meineides, der Simonie und der Blutschande angeklagt. Nach Rom zitiert, wagten die Ankläger nicht, ihre Beschuldigung aufrechtzuerhalten, wenn sie sie auch nicht zurücknahmen. Also Papst Antichrist Innozenz soll voll christlicher Liebe auf die Ehebrecherin hinweisend, entließ den Erzbischof, damit er sich reinige und absolviert werde. Nun folgte eine lange Reihe ungestörter Skandale, infolge deren die Religion in der Diözese Besançon geradezu zum Gespött wurde. Der Erzbischof lebte weiter in Blutschande mit seiner Verwandten, der Äbtissin von Remiremont und im Konkubinat mit anderen Frauen, von denen eine Nonne, eine andere die Tochter eines Priesters war. Keine Kirche konnte eingeweiht, kein Amt erlangt werden, ohne hohe Bezahlung. Infolge seiner Erpressungen und Bedrückungen mussten seine Geistlichen wie die Bauern leben und waren der Verachtung ihrer Pfarrkinder ausgesetzt. Mönche und Nonnen, die seine Gunst gewannen, durften ihre Klöster verlassen und sogar heiraten. Zuletzt wurde im Jahre 1211 noch einmal ein Versuch gemacht, ihn abzusetzen. Derselbe Versuch endigte nach länger als einem Jahr mit dem Urteile, dass der Erzbischof sich seiner kanonischen Reinigung unterziehen, das heißt, zwei Bischöfe und drei Äbte ausfindig machen sollte, die ihm eidlich seine Unschuld bezeugten. Es folgten sodann Untersuchungen über den Charakter des Eides, die bis 1214 dauerten. Schließlich erhoben sich die Bürger von Besançon und vertrieben ihn. Er zog sich in die Abtei Bellevaux zurück und starb dort 1225. Der Bischof von Toul, Matthäus von Lothringen, war ein Prälat von derselben Sorte. Er war 1200 konsekriert worden. Schon nach 2 Jahren wandte sich sein Kapitel an den Papst Innozenz wegen seiner Absetzung mit der Beschuldigung, er habe die Einkünfte des Bistums von 1000 auf 30 Livres zurück heruntergebracht. Erst 1210 konnte seine Absetzung bewirkt werden, nach einer höchst verwickelten Reihe von Verhandlungen und Berufungen, wobei es häufig zu Gewalttaten kam. Matthäus hatte sich ganz der Ausschweifung und der Jagd hingegeben. Seine Lieblingskonkubine war seine leibliche Tochter, die er mit einer Nonne von Épinal erzeugt hatte. Übrigens behielt er trotz seiner Schandtaten das einträgliche Amt eines Großpropstes von Saint-Dié. Im Jahre 1217 ließ er seinen Nachfolger Renaud von Senlis ermorden. Ihn selbst traf bald darauf zufällig sein Oheim, der Herzog Thibaut von Lothringen, der ihn auf der Stelle erschlug. Augenscheinlich war die gewöhnliche Gerichtsbarkeit machtlos gegen einen solchen Menschen. Ganz ähnlich lag die Sache bei dem Bischof von Vence. Diesen hatte Antichristpapst Celestin III. Von seinem Amte suspendiert und nach Rom vorgeladen, damit er sich dort wegen seiner Freveltaten verantwortete. Er aber störte sich gar nicht an die Suspension, sondern setzte ungestört seine Amtsgeschäfte fort. Als im Jahre 1198 Antichrist Innozenz III. Den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, exkommunizierte er den Bischof, aber auch diese Maßregel blieb wirkungslos. Endlich, im Jahre 1204, schickte der Papst dem Erzbischof von Embrun den kategorischen Befehl, die Anklagen zu untersuchen und, falls sie richtig wären, den widerspenstigen Bischof abzusetzen. Mittlerweile aber war die Diözese an den Rand des Verderbens geraten. Die Kirchen waren verwüstet und der Gottesdienst wurde nur noch in wenigen Pfarreien abgehalten. Der Erzbischof Berengar II., ein natürlicher Sohn des Grafen Raimund Berengar von Barcelona, war Metropolit von Narbonne, dem Hauptsitze der Ketzerei.
Aber er zog es vor, in Aragonien zu leben, wo er eine reiche Abtei und das Bistum Lerida besaß, während er seine Provinz niemals auch nur visitierte. Im Jahre 1190 konsekriert, hatte er sie bis zum Jahre 1204 überhaupt noch nicht gesehen. Also 14 Jahre, nachdem er konsekriert wurde zum Bischof, hat er seine Schäfchen, sage ich jetzt mal, noch überhaupt nicht gesehen, obwohl er natürlich große Einkünfte daraus bezog. Na, das ist natürlich auch das Wichtigste, ne? Sowohl auf ordnungsmäßigen Wege als auch durch den Verkauf von Bistümern und Pfründen, die er ohne Unterschied Kindern oder Männern von zügellosestem Lebenswandel verlieh. Die Lage dieser Provinz, welche die höchste geistliche Würde Frankreichs repräsentierte, war daher eine überaus traurige, teils infolge des anstößigen Lebenswandels ihrer Geistlichen, teils aber auch infolge der Kühnheit der Ketzer und der Gewalttaten der Laien. Schon im Jahre 1200 hatte Innozenz Berengar zu einem Bericht aufgefordert. 1204 machte er einen weiteren Versuch, der in den folgenden Jahren fortgesetzt wurde. Aber von einer Besserung war nichts zu sehen, da der Erzbischof durch fortwährende Berufungen von dem Legaten an den Papst eine ebenso unwürdige wie für ihn vorteilhafte Komödie aufführte. Im Jahre 1210, also 20 Jahre nach der Konsekrierung, sehen wir, wie Innozenz von Neuem seinen Legaten befiehlt, die Angelegenheit der Erzbischöfe von Narbonne und Auch zu untersuchen und ohne Berufung auszuführen, was die Kanones vorschrieben, also das kanonische, das römisch-katholisch-kanonische Recht. Aber erst 1212 wurde Berengar abgesetzt. Auch jetzt würde er wahrscheinlich noch einmal durchgekommen sein, wenn nicht der Legat Arnold von Citeaux selbst gewünscht hätte, sein Nachfolger zu werden, was ihm dann auch gelang. Alle diese Tatsachen bestätigen nur zu sehr die Behauptung eines Schriftstellers des 13. Jahrhunderts, der erklärte, das Verfahren bei der Absetzung eines Prälaten sei umständlich, sei so umständlich, dass sogar die Schlechtesten sich nicht vor seiner Bestrafung fürchteten. Ja, und da können wir in einer Fußnote auch noch drüber lesen. Im Monat Mai des Jahres 1212 wird der Legat Arnold als erwählter Bischof von Narbonne bezeichnet, durch Innozent III., aber in dem Nekrologe der Abtei von St. Just in Narbonne wird Berengar am Datum seines Todes am 11. August 1213 noch als Erzbischof aufgeführt. Also wie gesagt, dass ich ja schon Anfang zur Einleitung dieses Buches sagte, alles ist hier haarfein dokumentiert von kirchlichen Geschichtsbüchern, von Inventarien, später der Inquisition, hier von den eigenen Annalen der römisch-katholischen Kirche. Das klingt vielleicht, als ob sich das einer ausgedacht hatte, was der Lier hier schreibt, aber es ist alles dokumentiert. Fahren wir fort und dann gehen wir langsam rein in den Missbrauch der päpstlichen Jurisdiktion, als ob wir da nicht schon drin wären. Wobei ich natürlich sagen muss zu dem Titel Missbrauch der päpstlichen Jurisdiktion, der Papst hat überhaupt keine Jurisdiktion. Der Papst ist selbst ein Usurper, wie man das so schön nennt. Ja? Einer, der sich unrechtmäßig Dinge aneignet, die ihm gar nicht zustehen. Also davon einer Jurisdiktion zu sprechen, ist auch schon verfehlt. Aber wir fangen an im ersten Absatz auf Seite 18. Auch da, fährt der Autor hier fort, wo die Art der Übeltaten ein päpstliches Einschreiten nicht nötig machte, wurde das bischöfliche Amt in tausendfacher Weise durch Bedrückungen und Erpressungen geschändet, wie sich meist noch so weit in den Grenzen des Gesetzes hielten, die sich meist noch so weit in den Grenzen des Gesetzes hielten, um den armen Opfern keine Möglichkeit zur Klage zu lassen. Für wie einträglich die Bischofswürde galt, beweist stattdessen statt vieler anderer folgende Geschichte. Ein Bischof war zu Jahren gekommen und rief nun seine Neffen und anderen Verwandten zu sich, damit sie sich darüber verständigten, wer seine Nachfolge werden könnte. Also doch nur mal eben, dass ihr das bitte ebenso gut versteht, wie ich es jetzt hier verstehe. Ein Bischof ruft seine Neffen,
zwischen Anführungsstrichen, weil zwischen seinen Neffen des Bischofs, genau wie wir zwischen den Neffen eines Papstes, sitzen oftmals auch seine eigenen Kinder damit bei. Unehelich natürlich, weil er hat ja offiziell Zölibat. Ja. Ein Bischof war zu Jahren gekommen und will sich mit seiner Familie darüber verständigen, wer sein Nachfolger werden soll. Sag mal, wo leben wir denn hier? Das ist doch Familiengeklüngel. Da ist doch die, zwischen Anführungsstrichen, geistliche Macht von der weltlichen Macht überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Da haben wir ja auch ständiges Familiengeklüngel. Selbst in der Politik heutzutage. Guckt euch doch mal um. Wie ist denn das mit dem de Maizière zum Beispiel? Das ist doch auch eine einzige Familie, oder? In Amerika ist das ja noch viel schlimmer. Also, das finde ich mal eben eine wirklich interessante Sache, um darüber nachzudenken. Ja, ein Bischof war zu Jahren gekommen und rief nun seine Neffen und andere Verwandten zu sich, damit sie sich darüber verständigten, wer sein Nachfolger werden solle. Wieso wird denn ein Bischof nachgefolgt von irgendjemandem aus seiner Familie, anstatt irgendjemand, der da hingesetzt wird oder der außerhalb von der Familie dazukommen kann? Also, das ist genauso ein Geklüngel wie in den Königshäusern, nach dem Motto, der König stirbt und der nächste König wird eben aus der Familie bestimmt. Das ist hier genau das Gleiche. Wo ist hier noch der Unterschied? Wo ist hier der Unterschied, frage ich euch, zwischen geistlicher und also spiritueller und weltlicher Macht? Überhaupt nicht. Die einen machen es genau wie die anderen. Und das nenne ich persönlich Amtsmissbrauch und Machtsmissbrauch. Ja? Davon mal abgesehen, dass das jetzt nicht erstrebenswert wäre, hier jetzt Bischof oder sonst was zu werden, in der römisch-katholischen Kirche der Synagoge Satans. Davon mal ganz abgesehen. Aber man muss sich doch mal hier eine Frage stellen, wie das damals so abgelaufen ist und heute wahrscheinlich auch nicht viel anders abläuft. Ja, da müssen Sie sich halt darüber verständigen, wer der Nachfolger wird. Lesen wir mal weiter. Es wird ja wahrscheinlich noch ganz interessant hier. Sie einigten sich auf einen von ihnen und borgten gemeinsam die große Summe, welche zum Kauf der Wahl erforderlich war. Simoni, wie wir bereits besprochen hatten. Der Kauf von kirchlichen Ämtern. Genauso wie später der Erkauf von der Freisprechung von Sünden. Der Ablasshandel. Simoni. Unglücklicherweise aber starb der erwählte Bischof, bevor er seine Stelle antreten konnte. Na, aus welchen Gründen wird hier jetzt nicht besprochen, das überlassen wir der Spekulation. Ja? Auf seinem Totenbett musste er die heftigsten Vorwürfe hören von Seiten seiner ruinierten Verwandten, die sich nun außerstande sahen, das für das totgeborene bischöfliche Kompaniegeschäft geliehene Kapital zurückzuzahlen. Der heilige Bernhard erzählte, dass man sogar Knaben das bischöfliche Amt übertrug, und zwar in einem Alter, wo sie sich mehr darüber freuten, der Zuchtrute ihrer Lehrer zu entgehen, als selbst die Herrschaft auszuüben. Aber auch diese Knaben lernten gar bald, unverschämt zu werden, den Altar zu verkaufen und die Taschen ihrer Untertanen zu leeren. Bei dieser schnöden Ausbeutung ihres Amtes folgten indessen die Bischöfe nur den von den Päpsten selbst gegebenen Beispielen. Denn auch diese machten sich zum Schrecken der Kirche durch die teils von ihnen selbst, teils von ihren Agenten ausgeübten Erpressungen. Der Erzbischof Arnold von Trier, der regierte zwischen 1169 und 1183, erwarb sich ein hohes Ansehen bei dem Volke durch die Gewandtheit, mit der er sein Volk vor Beraubung durch päpstliche Nunzien zu bewahren wusste. Denn so oft er von der bevorstehenden Ankunft eines solchen hörte, also eines päpstlich Abgesandten, eines päpstlichen Nunzios, pflegte er ihm entgegenzugehen und ihn durch schwere Geschenke zu veranlassen, seine Schritte anderswohin zu lenken, zur unendlichen Erleichterung seiner eigenen Herde. Im Jahre 1160 beklagten sich die Tempelritter bei Alexander dem Dritten, dass ihre Bemühungen um das Heilige Land ernstlich beeinträchtigt würden durch die Erpressungen der päpstlichen Legaten und Nunzien, die nicht zufrieden seien mit freiem Quartier und Verpflegung, nein, sondern auch noch Geld begehrten. Alexander gewährte dem Orden in Gnaden Befreiung von diesem Missbrauche, ausgenommen, wenn der Legat ein Kardinal war. Noch schlimmer stand es, wenn der Papst selber kam.
Nach seiner Konsekration zu Lyon reiste Antichrist Papst Clemens V. von dort nach Bordeaux. Auf dieser Reise plünderten er und sein Gefolge die am Wege liegenden Kirchen so gründlich, dass nach seinem Weggange von Bourges der Erzbischof Aegidius, um überhaupt sein Leben fristen zu können, sich täglich bei seinen Domherren einfinden musste zur Entgegennahme eines Anteils an den an diesen gelieferten Lebensmitteln. Durch den päpstlichen Aufenthalt in der wohlhabenden Priorei Grammont verarmte das Haus derartig, dass der Prior daran verzweifelte, die Geschäfte derselben wiederzuordnen und deshalb abdankte, worauf sein Nachfolger sich nur dadurch helfen konnte, dass er eine schwere Steuer auf alle Häuser des Ordens legte. Nach der schimpflichen Entthronung des Königs Johann wurde England ganz besonders von päpstlichen Erpressungen heimgesucht. Reiche Pfründen wurden Ausländern übertragen, die aber nicht verpflichtet waren, dort zu wohnen. Da wollen wir doch mal eben nachschauen, was Pfründe eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort gut kennt. Naja, aber genau deswegen habe ich mir ja mal im Internet mich auf die Suche gemacht nach diesem altdeutschen Wörterbuch. Und da lesen wir verschiedene Gründe, was Pfründe sind. Also das sind eigentlich die Einkünfte eines Priesters. Also mit anderen Worten, die Möglichkeit, Steuern oder sonstige Einkünfte aus der Pfarrei oder dem Platz zu beziehen, wo hier der Priester beschäftigt ist. Und deswegen schreibt der Autor hier, reiche Pfründen wurden Ausländern übertragen, die aber nicht verpflichtet waren, dort zu wohnen. Infolgedessen belief sich der Betrag, der auf der Insel entzogen wurde, zuletzt auf 70.000 Mark, eine Summe, die dreimal größer war als das Einkommen der ganzen Krone. Jeder Widerstand gegen solche Erpressungen wurde durch Exkommunikationen unterdrückt, die das ganze Königreich in Verwirrung brachten. Auf dem im Jahre 1245 abgehaltenen Allgemeinen Konzil von Lyon wurde im Namen der englischen Katholiken eine Adresse vorgelegt, die sich in mehr Kraft als respektvollen Ausdrücken über diese Bedrückungen beklagte. Aber all das blieb erfolglos. 10 Jahre später, also 1255, forderte der päpstliche Legat Rustard im Namen Antichrists Papst Alexanders IV. Eine maßlose Unterstützung. So betrug zum Beispiel der Anteil der Abtei St. Albans nicht weniger als 600 Mark. Zwar erklärte der Bischof Fulco von London, dass er lieber geköpft, und Walter von Worcester, dass er eher erhängt werden wolle, als sich einer solchen Forderung zu unterwerfen. Aber ihr Widerstand wurde gebrochen durch den Kunstgriff, dass man gefälschte Schuldforderungen italienischer Bankiers über Kostenvorschüsse vorbrachte, welche diese zur Durchführung gewisser bei der Kurie abhängig gemachter Prozesssachen angeblich vorgestreckt hatten. Dass man gefälschte Schuldforderungen italienischer Bankiers über Kostenvorschüsse vorbrachte. Bankiers haben damals beschissen und die bescheißen heute im 21. Jahrhundert noch ganz genauso. Und wenn ihr glaubt, dass irgendeine Bankenkrise existiert, dann ist das nur, weil ihre Betrügereien aufgeflogen sind oder zumindest hier und da mal ans Licht gekommen sind. Ja? Banker sind Betrüger. Diese Schuldforderungen wurden dann mit Hilfe von Exkommunikationen eingetrieben. Als der Bischof Robert Grosseteste von Lincoln, ist das jetzt ein englischer Name oder ein französischer Name? Als der Bischof Robert Grosseteste von Lincoln fand, dass seine Bemühungen zur Reformierung seines Klerus unwirksam gemacht wurden durch Berufungen nach Rom, wo die Missetäter stets Straflosigkeit erkaufen konnten, besuchte er Antichrist Papst Innozenz IV. In der Hoffnung, eine Wendung zum Besseren zu bewirken. Als aber seine Bemühungen hier vollständig scheiterten, rief er dem Papst derb zu: Oh, Geld, Geld, wie viel vermagst du nicht, besonders am römischen Hofe! Dieser mit den Berufungen nach Rom getriebene Missbrauch war schon alten Datums und die Klagen über ihren demoralisierenden Einfluss auf die Priester reichen zurück bis in die Zeit, da sie unter Karl dem Kahlen eingeführt wurden. Prälaten, die, wie Hildebert von Le Mans, ehrlich danach strebten, den schlechten Lebenswandel ihres Klerus zu bessern,
den schlechten Lebenswandel ihres Kleres zu bessern, fanden ihre Bemühungen beständig vereitelt und sie erfuhren nicht selten Widerspruch bei ihren Vorhaltungen. Klagen bei dem Papste waren von geringerem Nutzen, obgleich gelegentlich ein aufrichtiger Oberhirte wie Innozenz der Dritte, von dem sein Biograf als besonders rühmenswert hervorhebt, dass er keine Propinae, das heißt Gaben oder Geschenke für die Erlangung päpstlicher Briefe annahm, bisweilen ein Begnadigungsschreiben zurückzunehmen sich entschloss, weil es, wie er zugab, in Unkenntnis der Tatsachen erlassen worden war. Er gewährte auch wohl den Prälaten das Recht, ohne Berufung zu strafen. Dagegen suchten andere Päpste, die schädliche Wirkung ihrer Briefe zu neutralisieren, ohne Verminderung der Geschäfte oder der Gebühren der Kanzlei. Übrigens wurden die päpstlichen Briefe, auch wenn sie diesen entsittlichenden Charakter nicht hatten, nie ohne Bezahlung veröffentlicht. Als der Erzbischof Lukas von Grand im Jahre 1172 von dem Usurpator Ladislaus in das Gefängnis geworfen wurde, schlug er es aus, einen Alexander dem Dritten ausgestellten Befreiungsbrief zu benutzen, in dem er bemerkte, er wolle seine Freiheit nicht der Simonie verdanken. Er hat also hier einen Befreiungsbrief von Antichristpapst Alexander dem Dritten bekommen. Das erinnert mich daran, wenn wir Monopoly spielen und man kriegt die Karte von geh aus dem Gefängnis raus, ne? Aber er wollte ihn nicht benutzen, weil er sich seine Freiheit nicht der Simonie verdanken wollte. Also mit anderen Worten, dem Kauf eines solchen Papiers. Dies war indessen durchaus nicht der einzige Weg, auf welchen die höchste Jurisdiktion Roms in der ganzen Christenheit unglaubliches Unheil anrichtete. Während der weltlichen Gerichtshöfe streng territorial und lokal abgegrenzt, waren die richterlichen Befugnisse der Bischöfe sich nur auf ihre eigenen Diözesen beschränkten, so dass bei einem einigermaßen geordneten Gerichtswesen ein jeder wusste, wem er verantwortlich war, gab die allgemeine Jurisdiktionsgewalt Roms in weitestem Umfange Gelegenheit zu Missbräuchen schlimmster Art. Der Papst konnte als oberster Richter einem jeden seine Autorität, die überall die höchste war, übertragen. Und die päpstliche Kanzlei war gerade nicht übertrieben gewissenhaft bei der Prüfung des Charakters derjenigen Personen, denen sie durch päpstliche Briefe die Vollmacht verlieh, richterliche Funktionen auszuüben und die Ausführung ihrer Urteile durch die Androhung der Exkommunikation zu erzwingen. Denn wenn die zeitgenössischen Zeugnisse der päpstlichen Kanzlei nicht Unrecht tun, dann wurden diese Briefe verkauft an jeden, der sie bezahlen konnte. So zogen in Europa eine Unmenge von Männern umher, die mit den furchtbarsten Waffen ausgerüstet waren und ohne Gewissensbisse diese Waffen zu Erpressungen und Bedrückungen benutzten. Auch Bischöfe trugen kein Bedenken, ihre beschränkte Jurisdiktion in dieser Weise zu verpachten. In der dadurch angerichteten Verwirrung war es gewissenlosen Abenteurern nicht schwer, den Besitz solcher Machtbefugnisse vorzuschützen und dieselben alsdann zu den niedrigsten Zwecken zu missbrauchen. Denn keiner wagte es, die möglichen Folgen eines Widerstandes zu riskieren. So gewährten diese Briefe denen, welche sie besaßen oder zu besitzen vorgaben, uneingeschränkte Vollmacht, um Ungerechtigkeiten auszuüben oder ihre Bosheit im reichsten Maße zu befriedigen. Eine weitere Verwicklung, die sich leicht ergab, war die Fälschung solcher Briefe. Es war nicht schwer, sich auf das ferne Rom zu berufen, um die Echtheit eines angeblich päpstlichen Briefes, der vor seinem Inhaber vertraulich vorgelegt wurde, zu behaupten. Und die Straflosigkeit, mit der man sich so furchtbare Machtvollkommenheiten beilegen konnte, übte einen unwiderstehlichen Reiz aus. Um das Jahr 1185 befahl Lucius III. Die Verfolgung einer Fälscherbande in England, deren gewinnreiche Industrie die Achtung vor den Veröffentlichungen des päpstlichen Stuhls bedeutend geschmälert hatte. Auch Papst Celestin III. Spricht von Fälschern päpstlicher Briefe, die kurz vorher in Rom entdeckt worden waren, und sein Nachfolger, Antichrist Innozenz III., fand bei seiner Thronbesteigung eine andere derartige Fabrik in voller Tätigkeit. Obgleich dieselbe unterdrückt wurde,
so war das Geschäft doch zu einträglich, als dass es durch die Wachsamkeit des Papstes aufgehoben werden konnte, und bis zum Ende seines Pontifikats war die Nachforschung nach gefälschten Briefen seine beständige Sorge. Und diese Industrie, diese Fälscherindustrie, blieb nicht auf Rom beschränkt. Um dieselbe Zeit entdeckte der Bischof Stephan von Tournai in seiner bischöflichen Hauptstadt ein ähnliches Nest von Fälschern, die ein sinnreiches Werkzeug zur Herstellung der päpstlichen Siegel erfunden hatten. Freilich, für das Volk kam wenig darauf an, ob die päpstlichen Briefe echt oder gefälscht waren. Die Leiden des Volkes waren ganz dieselben, mochte die päpstliche Kanzlei ihre Gebühren bekommen haben oder nicht. So war die päpstliche Kurie ein Schrecken für alle, welche mit ihr in Berührung kamen. Hildebert von Le Mans schildert ihre Beamten, wie sie die Justiz verkaufen, Entscheidungen unter allerhand Vorwänden aufschieben und maßlos vergesslich sind, wenn die Geschenke aufhören. Zitat. Und hört gut zu. Ein Zitat, das ich hier angekreuzt habe. Und was man eigentlich den Ursprung der Mafia nennen könnte. Hört mal gut zu. Sie seien Steine im Verstehen, Holz im Urteilen, Feuer im Zorn, Eisen im Verzeihen, Füchse in der Täuschung, Bullen im Stolze, Minotauren in der Sucht, alles zu verschlingen. Ende Zitat. Im folgenden Jahrhundert erklärte Robert Grosseste kühn vor Antichristpapst Innozent IV. Und seinen Kardinälen, die Kurie sei eine Quelle aller Gemeinheit, welche das Priestertum zu einem Gegenstand des Spottes und der Schande für die ganze Christenheit mache. Und nach weiteren anderthalb Jahrhunderten bestätigten die, welche die Kurie am besten kannten, dass sie noch unverändert wäre. Bei diesem vom Haupt der Kirche gegebenen Beispiel wäre es geradezu ein Wunder gewesen, wenn nicht die meisten Bischöfe jede Gelegenheit zum Scheren ihrer Herde benutzt hätten. Die Gleichnisse in unsere heutige Zeit sind hier so deutlich, dass man sich gar nicht traut, darüber zu sprechen, ne? Das sieht doch wohl jeder. Bei diesen vom Haupte der Kirche gegebenen Beispielen wäre es geradezu ein Wunder gewesen, wenn nicht die meisten Bischöfe jede Gelegenheit zum Scheren ihrer Herde benutzt hätten. Ja, heute tun's die Politiker im Auftrag der Kirche. Peter Kantor, ein durchaus glaubwürdiger Zeuge, erklärt, die Bischöfe seien Geldfischer, nicht Seelenfischer, die mit tausend schönen Betrügereien die Taschen der Armen zu leeren suchten. Sie haben, so sagt er, drei Haken, mit denen sie ihre Beute aus der Tiefe herausholen. Den Beichtvater, dem das Anhören der Beichten und die Heilung der Seelen anvertraut ist. Den Dechant, Archidiakon und andere Beamte, die das Interesse des Prälaten mit ehrenhaften und unehrenhaften Mitteln fördern. Endlich den Landprofoss, der einzig und allein ausgewählt wird, mit Rücksicht auf seine Geschicklichkeit die Taschen der Armen zu leeren und die Beute seinem Herrn zuzutragen. Derartige Stellen wurden häufig verpachtet, und das Recht, das Volk zu quälen, auf solche Weise an den Meistbietenden verkauft. Wie verachtet diese Menschen allgemein waren, zeigt folgende Anekdote. Ein Geistlicher hatte beim Würfelspiel all sein Geld bis auf 5 Sols verloren. Er bot sie in gotteslästerlicher Frechheit demjenigen an, der ihn lehren würde, wie man Gott am kräftigsten beleidigen könnte. Das Geld erhielt einer der Umstehenden für die Bemerkung, Zitat, »Wenn ihr Gott mehr kränken wollt, als alle übrigen Sünder es tun, so werdet ein bischöflicher Beamter oder ein bischöflicher Einnehmer.« Ende Zitat. Früher, fährt Peter Kantor fort, beobachtete man noch eine gewisse dezente Geheimhaltung, wenn man das Vermögen der Reichen und Armen verschlang. Aber jetzt wird es offen genommen durch zahlreiche Pfiffe und Kniffe und immer neu ausgedachte Erpressungen. Das ist genau wie heute, mit zahlreichen Pfiffen und Kniffen und zahlreiche und neu ausgedachte Steuern heutzutage. Wo ist der Unterschied? Was haben wir in den abgelaufenen 900 Jahren gelernt?
Die Beamten der Prälatur sind nicht nur ihre Blutegel, welche aussaugen, um alsdann ausgedrückt zu werden, sondern auch das Filtertuch für ihren Raub, indem sie für sich die Sündenhefe behalten. Aus diesem ehrlichen Ausbruch des Unwillens ersehen wir, dass in den richterlichen Funktionen des Episkopats ein Hauptwerkzeug zur Erpressung und Bedrückung gegeben war. Wohl ergaben sich beträchtliche Einnahmen auch aus dem Verkaufe von Pfründen und der Erhebung von Gebühren für alle möglichen amtlichen Handlungen, und viele Prälaten erröteten nicht aus der allgemein unter dem ehrlosen Klerus verbreiteten Unsittlichkeit schmutzigen Gewinn zu ziehen dadurch, dass sie gegen Zahlung einer unter dem Namen Kulagium bekannte Abgabe dem Priester erlaubten, seine Konkubine ruhig zu behalten. Indessen war die geistliche Gerichtsbarkeit doch die Quelle des größten Profits für die Prälaten und des größten Elends für das Volk. Schon bei den weltlichen Gerichtshöfen bildeten die Prozesskosten keine kleine Einnahmequelle für die Gerichtsherren. Aber bei den kirchlichen Gerichtshöfen, denen die ganze geistliche Jurisdiktion und ein großer Teil der weltlichen unterstellt war, gab es eine noch viel reichere Ernte zu holen. So wurde, wie Peter Cantor sagt, das heiligste Sakrament der Ehe bei den verbotenen Graden der Blutsverwandtschaft geradezu zu einem Gegenstande des Gespöttes für die Laien gemacht, infolge der Käuflichkeit der bischöflichen Beamten, welche Ehen schlossen und auflösten, lediglich um ihre Taschen zu füllen. Eine weitere einträgliche Quelle der Erpressungen war die Exkommunikation. Wer einer ungerechten Forderung sich widersetzte, wurde exkommuniziert und hatte alsdann nicht nur die unrechtmäßig eingeforderte Summe, sondern eine weitere für die Aufhebung der Exkommunikation zu zahlen. Schon jede Zögerung, vor dem Beamten der bischöflichen Kanzlei zu erscheinen, hatte die Exkommunikation mit demselben Ergebnis zur Folge. Da muss ich doch mal eben noch einen kleinen Kommentar einwerfen. Ich lese hier so das Wort Exkommunikation ohne weitere große Erklärung und ich hoffe, dass euch deutlich ist, die ihr ja wohl hauptsächlich bibelgläubige Christen seid, die dieses hören. Exkommunikation hat für einen gläubigen Katholiken zur Folge, dass er ewige Verdammnis hat, dass er keine Erlösung findet, weil Erlösung ist nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu finden. Und wenn man von der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen wird, also exkommuniziert wird, hat man keine Erlösung, ist man verdammt in ewiges Fegefeuer und zur ewigen Hölle. Und natürlich haben die gläubigen Katholiken durch die Jahrzehnte, durch die Jahrhunderte hin immer versucht, diese Exkommunikation zu umgehen oder ungetan zu machen. Und dafür mussten sie dann halt zahlen. Wo sie das Geld dann her hatten, das ist zweitrangig. Hauptsache, das Geld kommt. Also Exkommunikation ist ein ganz, ganz schwerer Punkt innerhalb der Lehre der römisch-katholischen Kirche. Und da muss man sich auch als bibelgläubiger Christ von bewusst sein. Das ist eine Drohung, die die römisch-katholische Kirche gegenüber solchen Leuten ausspricht. Und wenn sie halt gläubige Katholiken sind, dann ist das für die ein Todesurteil. Da kommt es drauf hinaus. Weil wenn die Kirche dich exkommuniziert, dann hast du keine Erlösung in Aussicht. Und wenn du keine Erlösung in Aussicht bist du verdammt. Und wenn du verdammt bist, gehst du in die Hölle. Und das wollten die Leute damals natürlich nicht. Sie waren dem falschen Glauben ersessen, dass außerhalb der römisch-katholischen Kirche keine Erlösung da ist. Sie kannten die Bibel nicht, in der Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Ja? Und deswegen war die Waffe der Exkommunikation, die die bischöfliche Kanzlei und andere kirchliche Ämter hier gebrauchen und missbrauchen gegenüber dem Volk, eine furchtbare Waffe. Das muss man verstehen. Wenn man das nicht versteht, dann versteht man das ganze Buch hier nicht. Also, lesen wir das nochmal. Es war natürlich, dass man bei einer derartigen Einträglichkeit der Prozesse keine Gelegenheit zur Erhebung derselben vorübergehen ließ, zum großen Nachteil natürlich des armen Volkes. Wenn ein Priester in seine Pfründe eingesetzt wurde, so pflegte man ihn schwören zu lassen, dass er keine von seinen Pfarrkindern begangene Sünde übersehen, sondern sie dem bischöflichen Ordinarius anzeigen wolle, damit die Missetäter verfolgt und bestraft würden und dass er ferner eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten nicht erlauben wolle.
Zwar erklärte Antichrist Papst Alexander III. In einer Dekretale alle derartigen Eide für nichtig, aber trotzdem blieben sie bestehen. So, das finde ich auch einen sehr wichtigen Satz. Hier werden päpstliche Dekretale für nichtig erklärt, aber sie bleiben trotzdem bestehen. Warum finde ich das wichtig und schweife ich mal eben wieder ab? Weil es die Dekretale von Dinge gibt, wie heißt er? Isidor. Na? Die gefälschten Dekretale von Isidor. Und genauso die gefälschte Schenkung von Konstantin, auf die sich die römisch-katholische Kirche beruft, weshalb sie meint, die weltliche Macht über die ganzen Menschen zu haben. Das geht zurück auf die Schenkung von Konstantin. Und sowohl die Schenkung von Konstantin als auch die Dekretale von, was ich gerade gesagt hatte, Isidor, sind inzwischen auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche anerkannte Fälschungen. Aber trotzdem beruft sich die Kirche weiterhin darauf und trotzdem basiert sie ihre Politik weiterhin auf diesen ganz deutlich erkannten Fälschungen. Anerkannten Fälschungen. Das ist hier genau das Gleiche. Zwar erklärte Alexander III. In einer Dekretale alle derartigen Eide für nichtig, aber trotzdem blieben die Eide bestehen. Als Beispiel für diese Missbräuche darf die Geschichte eines Knaben dienen, der beim Spiel zufällig einen Kameraden mit einem Pfeile tötete. Da sein Vater reich war, so gestattete man nicht, dass die beiderseitigen Eltern sich gütlich einigten. Nicht mit Unrecht bezeichnet darum der Archidiakon von Bath, Peter von Blois, die bischöflichen Ordinarien als Schlangen der Ungerechtigkeit, die an Bosheit alle Schlangen und Basilisken überträfen als Hirten, nicht von Lämmern, sondern von Wölfen und als Menschen, die ganz und gar der Bosheit und dem Raube ergeben seien. Eine noch wirksamere Ursache für das Elend des Volkes und die Feindschaft gegen die Kirche war die Verkäuflichkeit vieler bischöflichen Gerichtshöfe. Welchen Charakter die Rechtsgeschäfte und die vor diesen Gerichtshöfen plädierenden geistlichen Advokaten hatten, ergibt sich aus einem Reformversuche, den das Konzil von Rouen 1231 machte. Das Konzil von Rouen verlangte nämlich von den Advokaten, dass sie schwören sollten, die Papiere der anderen Partei nicht stehlen oder Fälschungen als falsches Zeugnis nicht vorbringen zu wollen. Die Richter, die einem solchen Gerichtshofe vorsaßen, waren nicht besser. Sie werden geschildert als Erpresser, die auf alle mögliche listige Weise das Geld der Rechtssuchenden bis auf den letzten Heller zu stehlen suchten. Und wenn ein Betrug so schreiend war, dass sie ihn selbst auszuführen scheuten, dann hatten sie ihre untergeordneten Beamten stets bereit, die für sie tätig waren und die ihre Geschäfte gemeiner machten als die eines Kupplers mit seinen Dirnen. Dass das Geld bei allen richterlichen Angelegenheiten die Hauptsache war, trat unverhohlen zutage, als die Abtei Andres mit ihrem Mutterhause Charroux im Streite lag. Dieses erklärte nämlich, das Mutterhaus zu Charroux, dass es bei jedem beliebigen Gerichtshofe 100 Mark Silber gegen 10 der Gegenpartei ausgeben könnte. Tatsächlich war dann auch die Abtei, als der 10-jährige mit 3 Appellationen nach Rom verbundene Prozess vorüber war, mit der Riesenschuld von 1400 Pariser Livre belastet. Die Einzelheiten der Verhandlung verraten die schamloseste Bestechung. Der römische Hof ging übrigens hierbei mit seinem Beispiele voran. Und der Ruf, in dem er stand, wird gekennzeichnet durch das Lob, das dem Antichristenpapsten Eugen III. Erteilt wird, weil er einem Prior, der einen Rechtshandel vor ihm mit dem Angebote einer Mark Gold zur Gewinnung seiner Gunst angefangen hatte, den Standpunkt klar machte. Es gab noch eine andere Quelle der Bedrückung, die zwar edleren Motiven entsprang und reinere Ziele verfolgte, die aber doch die Masse des Volkes schwer belastete. Um diese Zeit kam die Mode auf, prächtige Kirchen und Abteien zu bauen, und die Erfindung des bunten Glases sowie die schnelle Einführung desselben kennzeichnet den Luxus, den man hierbei entfaltete.
Wohl sind diese Bauten ohne Zweifel der Ausdruck eines glühenden Glaubenseifers, aber sie verraten andererseits auch den Stolz der Prälaten, die sie errichteten. Und bei aller Bewunderung für diese erhabenen Baudenkmäler der Vergangenheit, bei aller Ehrfurcht, mit der wir die schlanken Türme, das langbogige Schiff und die prächtigen Fenster betrachten, dürfen wir doch nie vergessen, welche gewaltige Anstrengung ihre Herstellung kostete und welchem Opfer sie dem Stande der Leibeigenen und Bauern auferlegten. Peter Kantor erklärte, sie würden gebaut aus den an den Armen verübten Erpressungen, aus dem ruchlosen Wuchergewinn und den Lügen und Täuschungen der Questuari oder der Ablasskrämer, und er meint, man solle die großen auf sie verschwendeten Summen lieber zur Befreiung der Gefangenen und zur Unterstützung der Notleidenden verwenden. Von solchen Prälaten, wie sie in jenen Zeitläuften meistens auf den bischöflichen Stühlen saßen, war natürlich kaum zu erwarten, dass sie ihre eigentlichen Berufspflichten gewissenhaft erfüllten. Diese Pflichten bestanden in erster Linie darin, das Wort Gottes zu predigen und ihre Herden im Glauben und in der Moral zu unterweisen. Aber wie kann einer, der selbst keine Moral hat, Moral an andere predigen? Und wie kann er das Wort Gottes predigen, wenn die Bibel unter Verschluss ist und selbst die meisten Priester die Bibel nicht einmal lesen dürfen? Vor allem war das Predigen ein wichtiger Teil der Obliegenheiten des Bischofs. Er war ja der einzige Mann in der Diözese, der zur Ausübung dieses Amtes wirklich berechtigt war. Dem Pfarrer dagegen fehlte hierzu nicht nur die nötige Vorbildung, sondern es war ihm auch streng untersagt, ohne besondere Erlaubnis seines Vorgesetzten eine Predigt zu halten. Es kann uns daher kaum überraschen, wenn wir diesen Teil des christlichen Unterrichts und Gottesdienstes fast ganz vernachlässigt sehen. Denn die unruhigen und kriegerischen Prälaten jener Zeit waren viel zu sehr in ihre weltlichen Sorgen vertieft, um ihren Sinn auf eine Angelegenheit zu richten, für die sie meist wenig brauchbar waren. Im Jahre 1031 gibt das Konzil von Limoges dem Wunsch Ausdruck, dass das Predigen nicht nur am Sitze des Bischofs, sondern auch in anderen Kirchen geübt werden solle, falls der Wille Gottes einen befähigten Gelehrten hierzu inspiriere. Aber die Kirche schlief weiter, bis die Ausbreitung der Ketzerei ihr zeigte, wie unklug es von ihr gewesen war, eine so mächtige Quelle des Einflusses ganz zu vernachlässigen. Im Jahre 1209 befahl das Konzil von Avignon den Bischöfen, häufiger und fleißiger zu predigen, als es bis dahin geschehen war, und bei passender Gelegenheit durch ehrliche und verständige Personen predigen zu lassen. Im Jahre 1215 gab das große Laterankonzil zu, dass die Bischöfe wegen ihrer vielen dringlicheren Abhaltungen zur Ausübung des Predigeramtes nicht geeignet seien und wies sie darum an, für geeignete Personen zu sorgen und dieselben zu bezahlen, damit diese die Pfarreien besuchen und das Volk durch Wort und Beispiel belehren könnten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Welche Früchte konnten die denn bitte schön vorzeigen? Doch fruchteten solche Ermahnungen im Allgemeinen wenig, und tatsächlich behaupteten die Ketzer das Feld, bis die Predigermönche auftraten und ihre Tätigkeit begannen. Eine Tätigkeit, bei welcher sie beständig Zurückweisungen zu gewärtigen hatten von denen, deren Nachlässigkeit sie wieder gut machen sollten. Der Troubadour und Inquisitor Izarn erklärte ohne Zaudern, dass sich die Ketzerei niemals hätte ausbreiten können, wenn es gute Prediger gegeben hätte, die imstande gewesen wären, sich ihr zu widersetzen, und dass dieselbe nie hätte unterdrückt werden können, wenn nicht die Dominikaner aufgetreten wären. Von dem niederen Klerus konnte man füglicherweise nicht erwarten, dass er besser war als seine Prälaten. Tja, wie sagt man das so schön? Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ne? Die Pfründen wurden meistens von den Bischöfen vergeben, doch besaßen bei vielen auch Laien dieses Recht. Gewisse religiöse Körperschaften hatten besondere Patronatsrechte und pflegten darum, freie Stellen aus ihren Reihen heraus durch Kooptation zu besetzen. Doch wem auch immer die Verleihung von Pfründen zukommen mochte, das Ergebnis war immer dasselbe.
Es ist eine allgemeine Klage in jener Zeit, dass sie offen verkauft oder nach Gunst verliehen wurden, ohne dass man die Eigenschaften des Ernannten prüfte oder seine Tauglichkeit auch nur oberflächlich feststellte. Sogar ein so tugendhafter Mann wie der heilige Bernhard gab sich dazu her, im Jahre 1151 einem lasterhaften jungen Manne, der aber ein Neffe seines Freundes, des Bischofs von Auxerre war, eine Propstei verschaffen zu wollen. Allerdings fühlte er bei näherer Überlegung Gewissensbisse und zog sein Gesuch zurück, was er umso leichter tun konnte, als sein Freund, wie er später erfuhr, bei seinem Tode den geliebten Neffen nicht weniger als 7 Kirchen hinterlassen hatte. Das sind Pfründe, die man da erben kann, was? Vorsichtiger war er, als in demselben Jahre der Graf Thibaud von der Champagne für seinen Sohn, ein Kind in zartem Alter, ein Beneficium nachsuchte. Bernhard schlug diesmal das Gesuch rundweg ab. Immerhin beweist aber ein solches Gesuch, nach welchen Grundsätzen man Pfründen, wenn man sie nicht verkaufte, zu vergeben pflegte. Und wir dürfen mit Sicherheit annehmen, dass es nur wenige gab, die wie dieser Heilige den Mut und die Charakterfestigkeit hatten, die Gesuche der Mächtigen zurückzuweisen. Zwar war das kanonische Recht voll von ausgezeichneten Vorschriften über die Tugenden und Eigenschaften, die für die Benefiziaten erforderlich wären, aber sie blieben in Praxis ein toter Buchstabe. Wohl wurde Antichrist Papst Alexander III. Unwillig, als er hörte, dass der Bischof von Coventry Knaben unter 10 Jahren Kirchen zu verleihen pflegte. Aber das Einzige, was er dagegen tat, war der Befehl, die Seelsorge geeigneten Vikaren anzuvertrauen, bis die Inhaber das erforderliche Alter erreicht hätten. Dieses Alter setzte er selbst auf 14 Jahre fest, während andere Päpste entgegenkommender waren und für den Besitz von einfachen Pfründen und Präbenden ein Alter von 7 Jahren für ausreichend hielten. Also als 7-Jähriger kann ich hier eine Kirche mein Eigentum nennen und die ganzen Einkünfte bekommen. Als 7-Jähriger. Eine wirksame Verhinderung dieser mit dem Patronatsrechte verbundenen Missbräuche konnte man natürlich von Rom nicht erwarten, denn die Kurie selbst unablässig war bemüht, auf unrechtmäßige Weise reiche Benefizien in allen Ländern Europas für ihr Heer von Parasiten zu erlangen, und die Päpste richteten beständig Briefe an die Bischöfe und Kapitel, um Stellen für ihre Günstlinge zu fordern. So, wir sind jetzt am Ende von Seite 28 angekommen. Es gibt noch einen kleinen letzten Absatz, aber da höre ich auf zu lesen, weil wir gehen dann auch in das nächste Unterkapitel, die Häufung der Pfründen. Und damit schließe ich dann die Lesung für heute nach einer guten Stunde ab. Und wir fahren nächstes Mal in dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear fort, Kapitel 1, die Kirche und Untertitel Häufung der Pfründen, als ob wir da nicht schon genug über die Pfründe jetzt gelesen hätten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Kommentare, sofern ihr die habt, und wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag. Ich habe hier heute den 9. September, Sabbatnachmittag, wo mal eben jetzt 2 Minuten lang die Sonne scheint, sonst regnet es den ganzen Tag. Und dann können wir uns nach dem Genuss dieses Videos noch anderen Dingen jetzt widmen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab, sagt Gott segne euch und bis demnächst. Tschüss. Magnify the Lord with me.
together and let us sing.